No. Ah, da habe ich Marcello wieder getroffen. Ja, hallo, Marcello ist auch wieder hier. Er aus Mallorca, wie ist der Hawaiianer hier unterwegs? Schau mal, der Junge kommt frisch aus Hawaii, ne? Hola, señores und señoritas. Dann ist es jetzt auch schon soweit, die vierte und letzte Folge bestanden. Der letzte Tag Closing, der letzte Tag Mallorca dieses Jahr und ja, vierte Advent für euch, genau. Die Folge wird nicht so lang gehen, aber ich nehme mich trotzdem noch mit an die Playa, über die Promenade am Strand, damit ihr mal noch ein paar Eindrücke wieder habt für euer Wohnzimmer zu Hause. Ich kann euch erstmal zeigen, wie lang der Weg ist, um hier aus diesem Hotel rauszufinden, aus dem Wala Beach. Das muss man erstmal. Nee, passt auf. Jetzt wird es nämlich schon schwer. Ich muss schon mal kurz überlegen. Nee, ich glaube, ich muss nicht nach unten. Genau. So. Ja, also nicht, dass ihr denkt, dass wir schon da sind, ne? Oder dass das an verwinkelten Sachen aufhört. So, und jetzt ist man in der Rezeption. Also, das ist wirklich ein sehr, sehr komplizierter Weg. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen was getrunken hat. So, oh, meine, ich habe irgendwas mit meinem Knie gemacht. Ich kann gar nicht mal laufen, ey. Hast du denn eine Handynummer von Björn? Wir haben Björn nicht, also wir haben dreimal geklopft. Die Miss Megapark wird auch noch gewählt. Eieieiei. Was haben wir noch so? Onkel Jürgen. Und Honk. Ja. Ansonsten. Ja, jetzt sind wir erstmal im Mama Mia frühstücken. Gucken, was die hier so Schönes haben. Frühstück! Stimmt's, Gerdi? Ja. Fehlt nur noch eine Säule jetzt zur Pizza, ne? Bei dir auch Pizza? Oder was? Wenn da alle hier dranhängen? Ja, du auch. Ja, ich hänge da nun schon. Ja. Wo ist denn Gerdi? Was, oh, ist süß. Ja, hallo, ich bin halt echt. Hey. Ich muss auch Auto fahren heute, bist du verrückt? Ja, heute Abend nochmal. Ja. Ich denke, es hat geregnet. Was erzählt ihr denn für Mist? Ich denke. Stormy heute.
Das war dann überhaupt der Radsport heute. Habe ich die Zieleinfahrt auch noch verpasst. José Mi de Vivo. Valentina Sana. Alter, warte, ich muss anmachen. Da habe ich Marcello wieder getroffen. Ja, hallo, Marcello ist auch wieder hier. Sitzt hier auf der Mauer, fix und fertig wie Hawaiianer. Der hat auch eine geile Brille. Hawaiianer hier unterwegs, schau mal. Der Junge kommt frisch aus Hawaii, ne? Er konnte Wo hast du denn die Brille her von Ja, ich hab die erfunden hier, ja. Das ist die Kamera, ja, ne? Ja, das ist die gleiche. Ja, hier ist der Marcel. Ja, aus Mallorca, wie jedes Jahr, immer der gleiche, der 20 Jahre. Ja, Ochse vom Münchner Kindl, wir haben so eine volle Bude. Ist voll? Ja, rappelvoll die Bude, ich musste nur noch kellnern, es läuft hier, es läuft. Na schön, neue Brille. Neue Frise habe ich auch. Ich habe gesagt, pass mal auf hier. Zu meinem Friseur, du kriegst Kohle dafür, dass du mir zuhörst, habe ich gesagt. Ich habe so seelische Probleme. Hier hast du 20 Euro, mach mal klar, habe ich gesagt. Wie lange habt ihr noch offen? Also ich bin jetzt okay. Das ganze Jahr haben wir auf hier. Dann haben wir eine Silvesterparty mit Buffet und okay. Schlag mich tot. Und na Mensch, ist ja der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn hier. Für wen ist das überhaupt hier? YouTube. Ah, für YouTube, ich okay. Das, ja, setz das direkt auch mal hoch, ja, hier. Ne? Also Münchener Kindl müsst ihr mal besuchen. Es läuft da. Und ja. Ah, da haben wir Marcello auch mal wieder gesehen. Das ist doch schön. Der fetzt. Der Typ. Zum Sonntagmittag sieht es dann so aus hier. Hier sieht es mittlerweile aus wie auf dem Bazar, ey. So, dann gucken wir hier mal noch rein. Yeah.
dann war es das auch mit Megapark für dieses Jahr. Und es fängt mit Regnen an. Dann kann man jetzt noch abholen von der Insel, würde ich sagen. Ne? Jetzt heißt es wieder warten. Ein paar Monate. Wenn du heute hier am Strand liegst, dann bist du weg. Gespült mit dem Handtuch. Ja, dann verabschiede ich mich mal für dieses Jahr. Ne? Ich hoffe, die Closing-Folgen haben euch noch gefallen. Und ja, ihr habt einen schönen 4. Advent. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Und guten Rutsch ins neue Jahr schon mal. Keine Sorge, nächstes Jahr zum Opening geht es definitiv weiter.